Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf diesem Kanal und heute geht es um die Fortsetzung zu Snow White and the Huntsman und zwar The Huntsman and the Ice Queen, ne? Wie heißt es? Eine neue Kritik auf diesem Kanal, ein neuer Film. Erstmal muss ich mir entschuldigen, dass es jetzt erst so spät kommt. Ich war die ganze Woche über nicht zu Hause und konnte deshalb erst heute auf den Sonntag das erste Video produzieren wieder. Die zweite Kritik, die kommen wird zu How to be Single, kommt am Dienstag dann, also zwei Tage versetzt und dann geht es dann ganz normal am Freitag dann weiter mit The Jungle Book. Wie gesagt, soweit erstmal kurz vorab, also über diese Kritiken, ne? Kommen wir also zum Film, zu The Huntsman and the Ice Queen. Wie gesagt, die Fortsetzung sozusagen zu Snow White and the Huntsman. Zu Snow White and the Huntsman möchte ich kurz ein bisschen was erzählen. Wie gesagt, ich war jetzt nie so der Verfechter von irgendwelchen Märchen, Geschichten, sage ich jetzt mal, die mir gefallen haben. Ich mochte auch immer nur diese Verfilmungen jetzt nicht wirklich so. Ich wusste nicht immer, kann man die überhaupt ernst nehmen? Wie gesagt, Snow White and the Huntsman und Hannah mit Kristen Stewart, Chris Hemsworth und Charlize Theron. Chris Hemsworth und Charlize Theron ja auch dieses Mal wieder mit dabei. Der Film war okay, ja, hatte so ein paar kleine Logiklücken, fand ich, und war auch nicht so super gestaltet, sage ich jetzt mal. Auch von der Idee her, naja, das ging so. Wie gesagt, dem Film habe ich 5 von 10 Punkte gegeben, ne? Und jetzt der Huntsman in der Ice Queen, wie gesagt. Neu mit dabei sind diesmal Jessica Chastain und Emily Blunt, wie gesagt. Kurz zur Handlung, wie gesagt, auf dem Kinoposter oder so, generell in den Trailern hieß es ja immer so, die Geschichte vor Snow White and the Huntsman. Verlasst euch da bitte nicht zu viel drauf. Ich werde jetzt einen ganz kleinen Mini-Spoiler sagen, denn die Geschichte vor Snow White and the Huntsman, die spielt in etwa so 45 Minuten des Films, ne? Und dann schwenkt der Film halt komplett nach Snow White and the Huntsman um. Das nur mal so zur Information an euch, dass ihr das wisst, ne? So. Das heißt, das ist schon mal das, was mich schon als erstes gestört hat, dass wir da echt so 45 Minuten lang haben wir alles vor Snow White and the Huntsman gehabt und dann danach Snow White and the Huntsman. Klingt jetzt ein bisschen lustig. Das war das, was mich so ein bisschen gestört hat. Fand ich jetzt nicht so gut. Also entweder sollte man es davor machen oder komplett danach. Wie gesagt, man hat so ein bisschen versucht, die Vorgeschichte zu erzählen und dann das danach. Aber naja, gut. Also wie gesagt, hauptsächlich geht es darum, dass Ravenna und Freya, die beiden Schwestern, in dem Königreich leben, da wo damals dann Snow White ihr Königreich gegen Ravenna gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Das spielt dann halt davor. Eines Tages wird aber von Freya das Baby durch einen Brand, den ihr Mann verursacht hat, getötet und dadurch wird sie halt ihre böse, dunkle Macht, sage ich jetzt mal, entfesselt und sie wird halt zur Eiskönigin oder Ice Queen und dann setzt sie sich ab von ihrer Schwester, wie gesagt, und zieht in ein eigenes Königreich und während sie dort ihre Huntsmen trainiert, schafft es ja halt Snow White, jetzt im Snow White and the Huntsman, Ravenna zu besiegen und dort dann halt das Königreich zu erobern und in der Zeit allerdings entwickelt Freya eine Macht, eine Streitmacht von Huntsmen sozusagen. Unter anderem mit dabei sind Chris Hemsworth und Jessica Chastain als Eric und Sarah. Und es gibt halt eine Sache, die Freya überhaupt nicht will in ihrem Königreich und das ist Liebe, die ist komplett verboten. Und eines Tages kommt es halt dann dazu, dass Eric und Sarah diesen Pakt brechen und sie verbannt halt Eric dann aus ihrem Königreich. Und das ist sozusagen eigentlich der größte Teil von den 45 Minuten. Was danach passiert, möchte ich euch noch gar nicht erzählen. Wie gesagt, dass ihr nur schon mal einen kleinen Einblick in die Handlung bekommen habt, ne? Schauspielerisch ist das Ganze ganz okay gestaltet, wie gesagt, Jessica Chastain gefällt mir wieder relativ gut, aber auch Chris Hemsworth hat mir gut gefallen, Charlize Theron hat im ganzen Film vielleicht 25 Minuten Screentime, also dafür, dass sie mit zu den Hauptdarstellern gehört, ist da mir ein bisschen zu wenig gesehen worden, relativ viel sieht man halt von Emily Blunt, aber das meiste ist halt wirklich Chris Hemsworth. Muss man wirklich mal sagen, zu den schauspielerischen Leistungen waren die eigentlich alle gutesgehend in Ordnung. Die Handlung, wie gesagt, da habe ich ja schon drüber gesprochen, dass mir das nicht gefallen hat, dass man da erst 45 Minuten davor nimmt und danach kann man machen, aber dann sollte man davor nicht so viel nehmen, sondern eher mehr so, was danach passiert sozusagen, hat mir also auch überhaupt eigentlich nicht gefallen, die Handlung an sich. Das Drehbuch, ja, kann man auch wieder streiten, die Dialoge waren okay, aber auch nicht wirklich jetzt gut ausgearbeitet und vor allem das, was mich halt am meisten wirklich an diesem Film gestört hat, waren die CGI-Effekte. Die waren
teilweise grottenhaft, andererweise ich sagte, ja, das ist in Ordnung. Und das Schlimmste einfach war dieses 3D. Ich fand, das war so unnötig eigentlich. Das hätte man in dem Film auch weglassen können. Also, wenn ihr den Film in 2D schauen könnt, Leute, guckt ihn euch in 2D an. Die 3 Euro für 3D sind es nicht wert, meines Erachtens, für den Film. Aber dennoch muss ich sagen, am Ende kann ich sagen, dass Snowboard Enhancement okay war. Mehr war es eigentlich nicht. Das, was mich aber noch am meisten gestört hat, ist, der Huntsman und der Ice Queen. Ich will mal Snowboard und der Huntsman. Also der Huntsman und der Ice Queen war im Endeffekt ganz okay. Ne? Da habe ich mich gerade versprochen. Was ich aber allerdings noch sagen würde, ist der Titel. Die Wahl des Titels. Ne? Man muss mal überlegen, der englische Originaltitel heißt The Huntsman Winter's War. Ne? Und der Film heißt The Huntsman and the Ice Queen. Ne? Finde ich diese Wort oder diese Titelwahl so ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht, ich finde, dass dieser Titel nicht passt. Ne? Dieser Titel stört mich einfach. The Huntsman and the Ice Queen. Ne? Es ist ja nicht so, dass es nur um die beiden geht. Also, das hätte man anders sehen. Natürlich konnte man jetzt nicht wieder Snow White and the Huntsman Teil 2 nennen, weil Snow White ja im Film gar nicht vorkommt. Das wäre ja so schrecklich gewesen. Aber man hätte mal deutlich einen anderen Titel wählen können. Auch The Huntsman Winter's War finde ich jetzt nicht wirklich nicht so wirklich den sinnvollen Titel, weil da gibt es nicht wirklich viel Krieg, sage ich jetzt mal. Du hast da vielleicht eine kurze Szene, aber dann war es das auch schon, wie gesagt. Also eigentlich ist das auch sinnlos. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Komme ich nicht mit klar mit dem Titel. Ne? Also da hätte man sich definitiv was Besseres überlegen sollen. Aber wie gesagt, der Film ist ganz in Ordnung. Wer den ersten Teil gesehen hat, kann sich den zweiten auch antun. Aber es reicht auch, wenn ihr euch den fürs Home Release dann holt auf Blu-ray oder DVD oder VHS. Nein, Spaß. Wie gesagt, das reicht vollkommen aus. Gut, dann kommen wir am Ende schnell zur Punktzahl und es gibt am Ende durchschnittliche, genauso wie für Snow White and the Huntsman, für The Huntsman and the Ice Queen 5 von 10 möglichen Punkten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns am Dienstag dann wieder mit der Kritik zu How to Be Single. Ich bin raus. Haut rein und ciao.